Feuern sind. Ich gehe hier lang. Du, seht unten nach. Du bist tot, Arschloch! Ich werde dich abfackeln! Verdammt! Kann man los! Und wie sieht's aus? Nichts. Was gesehen? Vito, suchen wir weiter. Suchen wir hier drüben. Thank you.
wir das? Nicht, Herr! Oh Mann, ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denkt nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Hey, hilf mir hoch! Hier, komm her. Okay. Komm schon!
Bitte. Fast da. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Militärvorbereitungsschule. Ja. Ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los! Da ist noch ein... Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Gehen wir durch die Gasse. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Schnapp den! Bleib unten! Ich glaube, sie sind weg.
Ist okay. Sie sehen uns nicht. Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Da sieht es jetzt vermutlich wie hier. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist der Ehre. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, cool. Thank you.
Halt, halt! Seid alle mal leise. Weg von dem Fenster! Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Ellie, gib uns Deckung. Wo bist du, Mister? Was gefunden? Nichts. Da oben war wohl jemand, aber sie sind weg. Wo sind die anderen? Die wollten noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Na los, hier auf den Truck. Hey, siehst du das? Sei vorsichtig. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr.
Kommt alle rein. Komm hier durch. Wir sind da. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Ich kann es gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen.
Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Hier lang. Schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier.